Mittwochabend, 18 Uhr, ganz kurz davor. Wie üblich, es geht jetzt auf einen Umzug. Wir sind diesmal U-Bahn-Station Heimeranplatz. Wir sind diesmal gut begleitet von sehr, sehr vielen Polizisten, denn es ist die IAA in München. Wir sind gespannt, wie es abläuft und wir bleiben natürlich für euch bis zum Schluss dran und schauen auch, dass wir die ein oder andere Stimme noch einfangen. Es wird bestimmt ein hübscher Umzug. Deswegen schaut mal, bestes Wetter, es ist wieder alles gut gefüllt. Das setzt sich auch durch. Es gibt immer mehr Kanäle, die wissen wollen, wann, wie, wo, was. Das gehen wir natürlich dann auch gerne immer weiter. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten, dann geht es auch gleich los. Der Umzug läuft los. Es ist Punkt 18 Uhr. Es ist alles ganz entspannt, sieht gut aus. Richtig viele Leute. Man sieht auch ganz andere Route mal als sonst. Das kann man einfach nur genießen bei herrlichem Wetter. Und das Schöne ist auch, viele junge Leute dabei. Ich kann es einfach nur so sagen, München wird jünger an der Stelle. Macht Spaß. Ich bin mir da nicht so sicher. Es wird nämlich keine ordentliche Pharmakovigilanz gemacht. Das heißt, es wird nicht ordentlich geschaut, welche Gruppen welche Impfungen. Da kommt der Corona-Ausschuss vorbei. Sehr, sehr gut. Tolles Plakat. Sieht immer gut aus. Das ist entweder eine Lüge oder er ist völlig inkompetent. Dieser Impfstoff hat keine Vollzulassung. Dieser Impfstoff hat eine bedingte Zulassung, wurde die pandemische Lage von nationaler Tragweite aufgehoben, dürfte dieser Impfstoff nicht mehr verimpft werden. Liebe Leute, erlaubt mir uns kurz vorzustellen, wir sind keine Corona-Leugner, wir sind Kritiker autoritärer staatlicher Maßnahmen. Wir. Also auch einfach drauf, den ich nicht immer sagen. Ivermectin ist ein üppiges, sicheres Therapeutikum, das von den Medien und von entsprechenden Behörden unterdrückt wird. In Amerika ist eine große Medienkampagne im Gang, Ivermectin zu unterdrücken. Währenddessen wird es in Japan eingesetzt anstatt der Impfung. Liebe Leute, wir sind keine Corona-Leugner. Wir sind Kritiker autoritärer staatlicher Maßnahmen. Die Bundestagswahl steht an. Bitte wählt nicht diese immer autoritärer werdenden Parteien. Hier wird ganz klar skandiert, Söder muss weg, ist immer wieder dasselbe, es kommt auch immer gut an. Wahnsinnig gutes Feedback von außen, diese Umzüge bewegen einfach eine ganze Menge. Man sieht ja auch, es ist richtig lang geworden, es ist voll und es werden immer mehr. Schaut euch das einfach an, tolles Bild und es wird einfach mit einer tollen Kulisse hier noch garniert quasi.
Der Zug wird immer länger. Jetzt haben wir die Nachzügler auch nochmal mit anschließen gesehen. Jetzt sind wirklich, glaube ich, alle da und die Leute sind immer noch positiv. Schaut es euch einfach selber an. Thank you.
wieder Kinder sein. Lasst unsere Kinder endlich 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 wieder Kinder sein. Nicht entreißen, nicht von Politikern, die im Machtwahn sind, und nicht von Behörden, die meinen, sicher ist jetzt sicher. Nein, es gibt Grundrechte. Wunderschönes Wetter heute in München. Man sieht es einfach, die Leute haben gute Laune, es freuen sich alle. Normalerweise wäre nächste Woche Wiesn, aber dank unseren Herrn Södolf haben wir da keine Chance. Ich schicke auch mal wieder ganz herzliche Grüße nach Berlin. Du wolltest immer wieder sehen, dass auch deine ehemaligen Münchner, lieber digitaler Chronist, dass die auch was können. Hier siehst du es. Der Zug ist wirklich lang. Ich denke mal, es ist heute mit einer der größten Züge, die wir jemals hatten, dieses Jahr. Nachdem die Theresienwiese ja dann nichts wurde und auch immer wieder alles verboten wurde, sieht es heute gut aus. Wir sind mitten in der IAA-Woche. Wahnsinnig gute Polizeibegleitung heute. Sensationell. Es gibt einfach ganz wenig, ich sage jetzt mal, Konfliktpotenzial. Keine Masken, ja, gut, Abstände. Polizisten auch keine Masken. Ich sage jetzt mal, die aus Sachsen, die sind entspannt. Sieht gut aus, es hört auch nicht auf und alle haben relativ viel Spaß hier. Es war ein sehr, sehr entspannter Umzug. Die Polizei 1A, ganz wenig Konfliktpotenzial, zwecks Maske oder Abstände. Es gab gar nichts, die haben alles immer schön freigehalten. Auch die Autofahrer super entspannt, viel Winken, viel positives Gehupe, wenig Beschwerden und viele Leute haben aus dem Fenster gewunken. Ich sage einfach großartig, da dreht sich so ein bisschen was. Es gibt immer noch die, die groß schimpfen und es gibt die, die einfach da gute Laune haben zu dem Thema und sagen, okay, ja, auf die Straße gehen machen sie vielleicht noch nicht, aber
sind zumindest an der Stelle neutral und schimpfen nicht und winken und Ähnliches. Deswegen herzliche Grüße aus München, den Rest in die Republik. Bei dem tollen Wetter bis zur Wahl ist hoffentlich noch alles friedlich. Und danach werden sie höchstwahrscheinlich dann, wieder eine neue Verschwörungstheorie, wieder ordentlich anziehen. Hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Und jetzt bleiben wir hier einfach noch dabei und genießen auch die Bilder diesem herrlichen Nachmittag, Abend. Die Eltern über solche Entscheidungen zu entscheiden haben. Herr Dr. Stiller aus rechts der Isar meinte auch, dass mit den Kindern und der Impfung, das können die Kinder gut selbst entscheiden. Das können sie leider in dieser Situation. Jeder muss weg! 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 Stuhlcafé heißt das Ganze in Landshut. Der Bernd macht es. Schaut euch das an. Super, super Ding. Das ist genau das, was man haben möchte. So, und jetzt habe ich was ganz Bitteres. Ich möchte das nicht einfach so stehen lassen. Und zwar ist die liebe Astrid von uns gegangen. Und zwar ist die Astrid von C-Sound. Ich möchte das, die hat einen ganz tollen Song gemacht, den habt ihr alle schon mal gehört. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Ich würde jetzt einfach gerne mal auch in dieser guten Laune eine Schweigeminute kurz einlegen. Und jeder von euch kann das, kann vielleicht was beten, ich mache das. Aber damit ich nicht irgendjemand zu meinem Glauben irgendwie zwinge oder dränge, würde ich einfach diese Schweigeminute machen und jeder von euch kann vielleicht einfach in seinem Sinne das unterbringen. Meine entsprechenden Gedanken sind hier bei den Angehörigen. Ich möchte mich auch ganz herzlich für die Leistung musikalisch bedanken. Es war eine sehr schöne Begleitung und ich werde das so schnell nicht vergessen. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Und Applaus gehört ihr und mir natürlich, klar. Dann, was ich unbedingt nochmal sagen möchte, einen herzlichen Dank an die sächsische Polizei, soweit ich das mitbekommen habe. Das war großartig. Danke, dass ihr uns da so toll begleitet habt und die Straßen vor Autoverkehr so toll gesperrt habt und uns geschützt habt. Das ist Versammlungsfreiheit, deswegen ist das euer Applaus hier aus München. Seid ihr immer wieder gern gesehen in dieser Form. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Aber natürlich nicht nur an die sächsische, sondern auch an die Münchner Polizei. So war es nicht gemeint, weil das ist mir speziell aufgefallen, das SN hinten drauf. Gute Erinnerungen daran an das SN-Zeichen und ganz klar an die Münchner Polizei. Dankeschön für die große Zurückhaltung und die tolle Begleitung. War super. Einer der schönsten Veranstaltungen mit wahnsinnig viel guten Zuspruch. Ich würde euch bitten, beim nächsten Mal sagt doch den Leuten einfach, was sie da, wo sie euch finden, wo dieser Umzug stattfindet. Das ist super gut angekommen. Ja. Okay? Bis dann, ich wünsche euch was. Danke, dass ihr da wart. Jeden einzelnen von euch. Wer ist?